Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Prison Art Attack. Mein Name ist Gabur und ja, wir haben hier ein riesen Gefängnis schon gebaut. Aber warum unsere Kameras nicht funktionieren, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann bei euch herausfinden, wahrscheinlich mit den Kommentaren wieder. Es ist doch noch gar keine Essenszeit. Warum geht die Zahl runter? Naschen die während der Arbeitszeit? Eieieiei. Also was ich gut finde, dass wir wirklich hier gute Arbeit hinbekommen haben, diesmal mit dem Gefängnis. Gerade was ich bräuchte, sind auf jeden Fall ein paar Hausmeister. Unsere Gänge und so sind schon sehr, sehr verdreckt. Also wir stellen jetzt nochmal drei neue ein. 1, 2, 3. Ah, komm, 4, 5. So. Vielleicht kriegen wir dann hier die Gänge hier mal wieder sauber, weil hier ist ja alles zugewuchert mit Blumen und dies und jenes. Vielleicht klappt das dann. So, Essensausgabe ist gerade. Mal gucken, ob das reicht. Anscheinend schon. Also sie stellen immer wieder neue Sachen hin. Also Essen sollte reichen. 99%. Zack. 100. Passt, Leute. 100%ig hier alles. Ja, Hausmeister war gerade so ein kleines Problem, glaube ich, mit den Gehwegen, weil das hier alle so verschmutzt sind. Was ich halt nicht verstehe, ist das mit den 34, Rückfälligkeit 34%. Gefängniswert und Gefängniswert. Okay. Schmuggel. Ja, wir werden heute Nacht, wenn gleich Schlafenzeit ist, eine Razzia machen. Razzia. Würde ich sagen. Freizeit, wann ist Schlafenzeit? Um 11. Ja. Um 11 Uhr ist Schlafenzeit. Jetzt gehen die Leute hier noch alle schön auf die Hantelbänke, wo wir ja fleißig nachgebaut haben. Und ich glaube auch, wo das wirklich reichen sollte. Holz ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, kein Problem mehr. So, jetzt ist Schlafenzeit und wir führen sofort eine Razzia durch. 444, das wird ein gutes Stück Arbeit. Wir könnten dafür ruhig nochmal zwei Wachen einstellen. So. Wir machen 22.000 plus Leute die Stunde, am Tag. 20.000, also brauchen wir uns nicht so die Gedanken drum an. Auto Shave. So. Ich glaube, was cool ist, ist hier mit diesem Hauptgang. Dass sie sich da alle ein bisschen verteilen. Bin ich mal gespannt, was wir hier alles finden. 45 Löffel schon wieder. Mama mia. Ich bin kriminell. Ich heiche Prison Art Attack. Da sind nur Kriminelle. Ja, Hönes geht ja auch seine Gefängnis an, Anstalt an. Da wollen wir doch mal gucken, ob der vielleicht bei uns ist, hä? Oli, du alte Drecksack. Also ich muss auch sagen, dass der Mensch vielleicht sich mit den Jahren geändert hat. Ich bin kein FC Bayern-Fan. Aber man muss nicht dann FC Bayern-Fan sein, um Uli Hoeneß zu mögen, wenn ich ganz ehrlich bin. Nur weil er immer die Wahrheit sagt, was viele Leute halt nicht verkraften können. Ja. Weiß ich nicht. Finde ich nicht ganz so schlimm. Also ich finde es genau richtig, dass er in dem Sinne ins Gefängnis muss für das, was er getan hat. Aber von einer Seite kann man sich aber auch sagen, er hat uns seine Steuern jetzt zurückgezahlt oder wird er zurückzahlen oder hat er zurückgezahlt, das weiß ich halt nicht ganz genau. Aber er kostet uns jetzt ja wieder Steuergelder. Also ist ja irgendwo blöd. Aber wenn wir jetzt so einen wie Uli Hoeneß dabei durchgehen lassen, dass er in dem Sinne, sagen wir jetzt einfach mal aus dem Gefängnis, nicht ins Gefängnis muss, dann bringt uns das alles nichts, Leute. Ja,
Das muss man auch mal dazu sagen, weil da machen es ja alle reichen Schnösels weiter. Den kriegst du da nicht frei, den Drecksack. Oh, da setzt er sich da gleich wieder fest. Was bist du für ein Pillemann? So. Okay, der hat sich selbst gelöst. Da sitzt auch wieder einer fest. Guck mal, wir haben über eine ganze Nacht gebraucht, um diese Scheiße hier zu durchsuchen. Mein Gott, hängt euch doch nicht immer fest. Also, ja. Also mein Standpunkt ist, es ist richtig, dass man dafür ins Gefängnis geht. Aber, ja. Von einer Seite, wenn man Drohungen bekommt, wie er jetzt, dass er da ins Gefängnis kommt und dass sie ihn da fertig machen wollen. Weiß ich auch nicht. Also wir müssten kein Gefängnis haben, wo die extra behandelt werden. Also sie sollen schon sehen, wie scheiße das ist, ja. Wir kommen da ja auch einfach hin. Aber die Leute wollen sie natürlich alle erpressen, um richtig Kohle bei herauszuziehen. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Und ich hätte auch gar nicht lange gezappelt, was er jetzt macht in dem Sinne. Gleich rein ins Gefängnis, das ist eigentlich genau das Richtige, weil umso länger du wartest, umso länger dauert's, ja, und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. So, alle essen, oder so viel wie möglich sind am Essen, die Leute, die ja erwischt worden sind, haben Handschellen bekommen, also wir werden wohl diesmal nicht auf 100% Essen kommen, wo die natürlich jetzt hier auch nochmal Essen dahinstellen. Die Köche waren wohl diesmal etwas langsam. Dann reagieren wir doch da drauf. Und stellen nochmal einen Koch ein. So. Ja. Da rühren die nämlich immer noch den Speck an. Was eigentlich Bullshit war. Ja, jetzt schmeißen sie es weg. Deswegen haben wir nochmal einen Koch eingestellt. So, die Razzia ist auf jeden Fall erfolgreich durchgezogen. Wir bekommen 13 neue. 13. Nehmen wir. Scheißegal, nehmen wir auf. Wir bauen in der Zeit hier weiter das Gefängnis. So. Dann hat er das auch. Reagieren wir halt einfach drauf, dass wir gleich die neuen Gefangene mitnehmen. Was sie auf jeden Fall geändert haben, ist der Einkommen. Also ich verdiene so viel Kohle, das ist ja Wahnsinn. Mit einem normalen Gefängnis. Ja, also glaube ich schon wieder etwas viel. Was ich gerade gesehen habe, ist einfach, dass wir zu wenig Besuchertische haben. Und aus dem Grund werden jetzt hier die Besuchertische... Anzahl nochmal um drei erhöht. Vielleicht bringt das so ein bisschen was. Hier hängen irgendwie zwei ineinander. Naja. Einrichtung. Betten. Da, 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 da. Toiletten. So, Versorgung. Ein bisschen Kakerlakack hier verteilen. So, dann helfen wir mal gerade hier die Wache. So. Und dann Einrichtung, Gefängnistüren. Und Räume, Zellen. Ich glaube, so schnell habe ich mir noch nie das Gefängnis ausgebaut. Also es ist schon der Wahnsinn, wie schnell wir jetzt das erste Gefängnisabteil hier hinten fertig gemacht haben. Finde ich schon sehr bemerkenswert. Muss ich wirklich sagen. Okay, die Forschung haben wir alles. Personal.
Notfallversorgung, Forschung, nein. Okay, Arbeitsbereich ist komplett ausgeschöpft. Da auch. Wir haben sogar 27 Leute, die dafür qualifiziert sind. Ja, aber machen wir die Werkstatt noch größer? Geht eh nicht, weil es sind 20 Leute drin. Ja. Wir könnten hier nochmal so eine Tischsäge einfügen. Und hier auch nochmal so eine Presse. Ja, Strom läuft da eh durch. Bringt jetzt vielleicht nicht den mega Hammer, aber eine Säge mehr oder nicht haben. Das ist ja hier die Frage. Nee. So, Essen. 97% haben gegessen. Essen ist hier auch immer noch genug. Da guckt mal, was die hier noch alles hinfahren. Seit wann decken die denn so viel auf? Alter Schwede, so viel kannst du doch gar nicht verspeisen. Ist ja der Wahnsinn, was hier abgeht. Wahnsinn! Und scherst du mit mir in die... Was scheißt du mich in die Hölle? Ja, schon klar, Kevin. Einrichtung. Ich habe gerade was gesehen hier. Immer gehen irgendwie die Gehwege kaputt. So kann man gar nicht die Gehwege... Also... Das muss auch neu sein, dass die Gehwege kaputt gehen. Oh, beweg dich doch. Alten Bauerntrampels. Ich passe nicht durch eine Tür, Mama. So, 155, 156 Zellen haben wir jetzt. Sieht doch gut aus. Ja, 156 Zellen ist richtig pernös. Ja, Isolationszellen sind anscheinend fast voll. Vielleicht bauen wir hier später nochmal welche hin. Müssen wir mal beobachten, würde ich sagen. Was ich einfach nicht verstehe, ist das mit den Überwachungskamera-Dingens da. Irgendwas ist hier faul. Ich weiß bloß noch nicht was. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Irgendwas ist hier faul mit diesen Kameras. Aber... Ich habe ja schon den Raum weggenommen. Absolut keine Ahnung, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Als wenn die Monitore nicht zu den Kameras gehen, weil die zum anderen Stromnetz gehören. Das habe ich jetzt schon übergedacht. Aber dann würde ja die Kamera in der Werkstatt funktionieren und tut es ja auch nicht. Das ist doch irgendwie verflixt, oder? Und wir haben alle Leute eingestellt, die es gibt. Wir haben die Forschung, außer die dieses hier. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich werde die ganzen Monitore jetzt nochmal abbauen.
Und dann werde ich jetzt versuchen, alle Kameras zu finden und die werde ich auch abbauen. Irgendwo dran muss es ja liegen, Leute. Ich habe noch absolut keine Ahnung. Ich werde die jetzt abbauen. Dann werde ich auf eure Kommentare warten und mal gucken, was ihr dazu sagt. Ob ihr vielleicht einen Grund wisst. Wir nerven jetzt den Besitzer des Gefängnisses. Na, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch welche haben. Ah, die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Ich glaube, wir haben jetzt alle abgebaut, Leute. Ja, ich sage erstmal vielen Dank wieder fürs Einschalten bei Prison Art Attack. Mein Name ist Glabur und schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Vielen Dank, bis morgen, euer Glabur. Ciao, ciao.